Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, denn ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass es demnächst ein neues Projekt geben wird. Dieses nennt sich Minecraft Doors. Ich habe hier gerade Texture offen, denn dort findet ihr auch unter Community alle Projekte. Das neue Projekt Minecraft Doors befindet sich derzeit natürlich noch in Vorbereitung und hier findet ihr auch nochmal alle Infos zum Nachlesen, solltet ihr das Video vielleicht nicht gucken wollen. Aber hier auch nochmal ganz kurz die Infos. Minecraft Doors ist ein neues Projekt, das der Peter und ich veranstalten, beziehungsweise planen und organisieren. Wir spielen dort ein Custom Modpack, das selbst erstellt wurde in der Version 1.10.2. Das heißt endlich mal ein YouTube 1.10 Projekt mit mehreren Leuten und nicht irgendwie nur mit zwei oder wie zum Beispiel Beyond derzeit noch für mich alleine. Sinn des Projekts ist es, natürlich eine Stadt zu bauen. Man beginnt innerhalb von einer riesigen Mauer. Das heißt, man hat ein Startgebiet, das von einer sehr großen Mauer umringt ist. Und diese Mauer besitzt vier Türen. Eine von dieser Türen ist von Anfang an geöffnet. Das heißt, dort kann man immer rausgehen, man kann dort farmen, Sachen machen, wie man will. Und jede zwei Wochen öffnet sich dann eine neue Tür, das heißt die zweite, die dritte und die vierte. Und mit jeder Öffnung dieser Tür werden dann auch neue Modifikationen und Gebiete freigeschalten, um dann dementsprechend zum Beispiel die Erze generieren zu lassen oder eben das Spielgeschehen generell interessant zu halten. Das Projekt hat auch ein richtiges Ende, das heißt, es wird nicht zum Ende hin ausfaden. Man hat immer wieder neuen Content, den man machen kann und am Ende, also ganz am Ende, gibt es dann höchstwahrscheinlich noch ein Event und nach diesem Event ist das Projekt dann praktisch beendet. Die Türen sind so gesehen auch gestaffelt, das heißt, wie gesagt, es kommt immer neuer Content hinzu, man hat immer was zu tun. Und das Coole an diesem Projekt ist eigentlich, was es so, glaube ich, auf YouTube noch nie gab, zumindest nicht in dieser Größe, ist, dass ihr bei diesem Projekt mitmachen könnt, wenn ihr da Lust drauf habt. Die einzige Voraussetzung, die ihr dafür habt, ist, einen aktiven YouTube-Kanal zu besitzen. Es ist völlig egal, wie viele Abonnenten ihr habt. Das Einzige, worauf Peter und ich achten, ist, dass dieser Kanal vernünftig strukturiert ist. Das heißt, dass ihr genügend Videos hochgeladen habt und dass ihr einen guten Kommentierstil habt. Ihr braucht kein 5000-Euro-Mikrofon dafür. Ihr sollt einfach nur eine akzeptable Qualität abliefern, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann gucken wir uns die Kanäle an und die, die uns gefallen, nehmen wir mit rein. Es gibt insgesamt 20 Plätze, zwei davon sind aber schon der Peter und ich. Das heißt, 18 Plätze sind dementsprechend so gesehen verfügbar. Ihr könnt euch hier auf Texture gleich bewerben. Es gibt später auch noch das offizielle Modpack für die Leute, die vielleicht nicht bei dem Projekt mit dabei sein können. Die können sich dann hier das offizielle Doors Modpack runterladen oder direkt über Gportal den Server mieten. Das kommt dann aber auch gleich noch mit dazu. Wenn ihr euch den Server mietet, dann habt ihr gleich die Wall mit dabei und ihr habt so gesehen auch direkt eben das Modpack mit den richtigen Config-Einstellungen, wie wir das später haben. Okay, ja, hier ist dann alles nochmal aufgeschrieben, wer das vielleicht nicht gesehen hat. Hier unten gibt es auch wieder eine Live-Map. Wichtig dabei ist, einige Mob-Blöcke werden bei dieser Live-Map nicht angezeigt. Das heißt, ihr könnt zwar hier reinzoomen, aber wenn es zum Beispiel manche Blöcke gibt, ihr seht hier zum Beispiel, ist das Ganze dann einfach schwarz. Und auch von den Gebäuden, von den Häusern, von den Mitspielern wird es wahrscheinlich so sein, dass da manche Blöcke einfach unsichtbar sind. Aber ansonsten habt ihr eine Live-Map. Ihr könnt also immer zugucken, was wir gerade tun. Und hier wird dann auch bald noch die Mauer reingezogen werden. Das heißt, wir haben dann hier die komplette Mauer stehen und ihr könnt die auch auf der Live-Karte beobachten. Okay, weiter unten gibt es noch ein kurzes Erklärungsvideo vom Debitor, das verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung und nochmal die Regeln hierzu. Das gibt es auch auf jeder Projektseite hier auf Texture, das heißt, wenn ihr euch ein anderes Projekt anschauen wollt, wir nehmen als Beispiel mal Varo, das war eigentlich, ich denke mal, dafür können wirklich viele Texture auch. Wir haben hier Varo 4 beispielsweise, dann haben wir hier Varo 4 ist beendet, das ist so eine kleine Infobox und hier natürlich die Timeline of Death, so ein sehr spezielles Feature und hier auch nochmal die die Regeln praktisch zu dem Projekt. Aber da könnt ihr euch auch ruhig mal ein bisschen umgucken. Okay, aber wir machen weiter mit der Bewerbungsphase, denn das ist die Sache, die wahrscheinlich viele von euch interessiert. Wir haben hier einen Link, du hast einen aktiven YouTube-Kanal, dann bewirb dich jetzt zum Mitspielen. Dann können wir hier auf hier bewerben klicken, dann werdet ihr zu einem Google-Formular weitergeleitet und dort könnt ihr dann eure Sachen hier eintragen. Das heißt, ihr könnt hier euren Namen eintragen, meiner wäre dementsprechend Heiko. Wenn ich es richtig schreiben würde. Mein YouTube-Kanal, wichtig ist der komplette Link, das heißt, schreibt hier nicht nur Castcraft da rein, sondern schreibt hier http oder https www.youtube.com/user/c/irgendwas und dann halt einfach den Kanallink von eurem YouTube-Kanal. Dann haben wir eine Modpack-Erfahrung, Anfänger, fortgeschritten, Pro oder Super Pro, je nachdem. Wir achten auch nicht unbedingt darauf, aber wenn jetzt wirklich ein super Anfänger dabei ist, der noch nie ein Modpack gespielt hat, dann weiß man eben nicht, ob das so gut wäre, den gleich in dieses Modpack mit reinzunehmen. Aber es ist kein Hauptkriterium, dass man hier einen Super Pro auswählt. Also wählt wirklich das aus, wie ihr euch selbst einschätzt und dann seid ihr soweit good to go. Jetzt kommt eine der wichtigsten Sachen, Anzahl deiner hochgeladenen Videos in den letzten 3 Monaten. Das heißt, hier geht es wirklich darum, wie aktiv ist euer Kanal und seid hier bitte auch ehrlich, wir prüfen das natürlich auch. Und wenn ihr wenig Videos
Videos hochgeladen habt. Ich habe das gesehen, sehr viele schreiben direkt eine Rechtfertigung dazu. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Wenn ihr nur zwei Videos hattet, dann ist es nun mal so. Aber ja gut, wir können auch eine Rechtfertigung dazu schreiben. Ist eigentlich egal. Okay, also hier die Anzahl der hochgeladenen Videos in den letzten drei Monaten. Das einfach nur, um für uns zu sehen, wie aktiv ist der Kanal. Es kann natürlich auch sein, dass ein Kanal, der nur 5 Videos in 3 Monaten hochgeladen hat, drangenommen wird. Wenn diese 5 Videos wirklich gut produziert sind und es gab zurzeit einfach irgendwelche, ich sag mal eine Pause oder ich weiß nicht genau was. Aber ja, einfach, dass sie eintragen. Und dann noch eure E-Mail-Adresse und die Bestätigung eurer E-Mail-Adresse. Und das war's dann soweit. Achtet bitte wirklich darauf, dass ihr eine aktive E-Mail-Adresse angibt und nicht irgendeine Spam-Mail, denn wir werden euch nur über diese E-Mail kontaktieren. Das heißt, wenn ihr hier genommen wird und eure E-Mail-Adresse wird nicht regelmäßig überprüft, dann kann es sein, dass ihr da eine E-Mail drin habt mit, hey, du bist bei DOS dabei und du siehst das aber erst irgendwann in 2 Jahren, weil du dann deine Yahoo-Mail oder so überprüfst. Ich weiß nicht. Okay, aber das war's soweit, so gesehen, von dieser, aber ja, das war's dann soweit von diesem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann guckt super gerne mal bei Textu über Minecraft DOS vorbei oder auch den ganzen anderen Dingern hier. Es wird zurzeit auch relativ viel an Texturen gemacht. Es wird wahrscheinlich auch bald einen Relaunch davon geben, das heißt so eine Art Texture 2.0. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt, aber ja, stöbert einfach mal ein bisschen rum. Ihr könnt gerne die Kommentare als Kontaktformular dafür benutzen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.